Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zum neuen Wochenauftakt hier beim JFD Devisenradar. Ich grüße Sie an dieser Stelle und wir wollen zum Wochenstart hier jetzt direkt mal auf das größere Bild des ein oder anderen Währungspaars, beziehungsweise vielmehr speziell heute wollen wir uns einem Währungspaar, nämlich dem Loonie, widmen, dem US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar, der ja hier auch bekannt dafür ist, dass er hier eine gewisse Rohstoff Abhängigkeit besaß, besitzt. Darüber darf man jetzt mutmaßen. Letztlich der kanadische Dollar an sich ja auch als Rohstoffwährung bekannt. Und auch dies wahrscheinlich ein Grund, warum das Währungspaar neben der vorherrschenden US-Dollar-Stärke, insbesondere natürlich seit Mitte letzten Jahres, hier deutlich unter Druck gerät. Also der US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar hier in einem Aufwertungsprozess. Und das wollen wir uns hier zunächst Step by Step mal anschauen in der größeren Beschau. Hier nur zum Einstieg in den heutigen Wochenauftakt. Der Montag tendenziell ein schwächerer Tag, inklusive hier dem Mittwoch. Klar hervorzuheben ist hier der Freitag, der hier doch statistisch sehr stark sich hervorhebt mit einer positiven 52-Wochen-Tendenz. Also hier am Freitag der US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar im Hinblick auf die letzten 52 Wochen ein eher bullisches Währungspaar mit 67% positiver Schlusspreise. Auch hier Obacht geben, der Freitag generell gerade 14:30 Uhr, ein Tag, an dem hier regelmäßig Daten aus Kanada kommen, sei es das Bruttoinlandsprodukt, seien es Inflationsdaten oder dergleichen. Hierbei immer aufpassen, Freitag 14:30 Uhr, immer ein sehr, sehr wichtiger Tag. Aber generell hier US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar Freitag sehr, sehr bullisch unterwegs. Im großen Bild hält sich hier etwa die Waage. Sie sehen es mit Blick auf die letzten 15 Jahre, gibt es hier keinen hervorstechenden Tag. Aber generell wollen wir uns jetzt hier schon mal der Saisonalität widmen. Gerade wenn wir jetzt mal gerade davon ausgehen, dass wir hier über die letzten 15 Jahre sprechen, will ich hier mal die Saisonalität im Hinblick auf die letzten 15 Jahre zeigen. Und da sehen wir, dass der US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar, der Loonie, hier während der kommenden Wochen im Prinzip eine Seitwärtsrange aufweist. Bis in den Februar hinein dürfte das Paar seitwärts oszillieren. Das sagen zumindest die Saisonalitätsindikationen. Und dies sagt auch, und da komme ich jetzt direkt nochmal zu einem Kristallkugelchart, den Sie jetzt unlängst auch schon kennengelernt haben. Hier die vorausschauende Vision sozusagen der Kristallkugel. Also hier auch eine Annahme einer saisonal-technischen Entwicklung vielmehr nach einer FTSE-Vektorlogik. Also hier werden vergangene Datenreihen miteinander abgeglichen und hier sozusagen eine Vorausschau symbolisiert, wie sich das Währungspaar bis in den Februar hinein entwickeln könnte. Und auch wenn wir jetzt kurzfristig rein statistisch nochmal einen Auftrieb sehen, haben wir hier denn tendenziell auch von dieser Seite aus eine saisonale Seitwärtsphase zu erwarten. Was können wir daraus ableiten? Gehen wir ganz kurz dazu mal in den Tagesschart, um uns hier mal das Bild zu betrachten. Tagesschart-Intervall, da sehen wir nochmal unlängst hier sehr, sehr stark die Bewegungsimpulse der vergangenen Monate. Und ohne viel Schmuck und ohne viel Trendliniengewirr sehen wir hier ganz klar die tendenzielle Entwicklung, die uns das Währungspaar hier aufweist. Und der Weg ist hier nun mal steil nach oben gerichtet. Auf den Tageschart gehe ich gleich nochmal ein. Ich möchte Ihnen jetzt vorab erstmal den großen Chart hier auf Wochenbasis zeigen. Da sehen wir nämlich das große Bild vom Loonie. Und der zeigt eben hier mit Blick auf die letzten Jahre, hier beginnt vom Finanzmarkt Krisentief hier bis unter die Parität ging es hier deutlich, dass wir doch hier schon eine große Bodenbildung in Aussicht haben. Also das Währungspaar kennzeichnet sich hier durchaus durch einen Charme einer Bodenbildung. Man kann dies auch durchaus als Untertassenformation bezeichnen. Ich zeige Ihnen auch gerade mal, wie man das in etwa gestalten kann. Wenn wir das Preisgefüge der vergangenen Jahre mal nehmen und uns hier das Ganze in eine Tasse setzen. Ja, auch hinlänglich bekannt als Untertassenformation, dann haben wir es hier ganz klassisch mit einer, ja, Bodenbildungsformation zu tun. Und diese wurde auch regelkonform tatsächlich aufgelöst. Es gab hier sogar unlängst auch diesen Pullback an das Hoch in dieser Kerzenformation. Ich zeige es Ihnen mal ganz kurz. Eine ideale Einstiegszone für langfristige Investoren an dieser Stelle. Hier dieses Niveau.
Aber auch noch ein paar Pips hoch und runter gehen, gar keine Frage. Hier auf Wochenbasis muss man mit etwas Toleranz arbeiten. Aber wir haben hier einen schönen Bodenbildungsprozess gesehen. Einen Ausbruch dann hier über die Vorjahreshochs. Und dann gab es hier diesen bestätigten Pullback im Sommer des letzten Jahres. Seither rauschen wir hier steil nach oben. Und jetzt ist eben die Frage, wie geht's weiter? Wenn wir uns jetzt nochmal ein Stück weit in die Vergangenheit zoomen, dann sehen wir hier deutlich, dass wir hier an dieser Stelle, wo wir uns jetzt aktuell aufhalten, durchaus einen technischen Widerstand ausfindig machen können. Spricht auch dafür, dass wir ja rein technisch gesehen auch durchaus nach diesen starken Aufwärtswochen hier seit Mitte letzten Jahres eine kleine Konsolidierungsphase erfahren könnten. Soll heißen, hier oben in diesem Bereich unterhalb von 1,20 zwischen ja 1,1850, 1,1750 könnte das Währungspaar mit Blick auf die kommenden Tage/Wochen durchaus seitwärts oszillieren, um dann hier oben mehr oder weniger nochmals Schwung zu holen, um letztlich dann hier Niveaus, das ist durchaus denkbar mittelfristiger Natur, Niveaus von 1,30 anzusteuern. Das wären dann hier die Hochpunkte aus dem Jahr 2008, 2009. Das ist definitiv eine mögliche Zielzone für den langfristigen Aufwärtsimpuls. Rein von der Projektion her, vom Tief bis zum Hoch aus dieser Tasse heraus, kann man jedoch ableiten, dass wir hier dann vom Ausbruchslevel her gesehen schon beinahe den Bewegungsimpuls abgeschlossen haben. Nur muss natürlich hier da noch längst nicht Ende der Fahnenstange sein. Man darf gespannt sein, wie sich das Jahr 2015 in Sachen Leitzinsentwicklungen aus den USA noch ergeben wird, erschließen wird. Was da darf man hier tatsächlich erwarten? Wie werden die Zinsen tatsächlich angehoben? Kommt es? Und. Es gibt noch viele Fragezeichen, aber tendenziell der US-Dollar hier weiter im Aufwind. Soll heißen, hier nach einer möglichen Seitwärtsphase blickt hier vieles wieder nach oben. Dazu noch mal kurz in den Chart auf Tagesbasis. Sollten wir eine größere Konsolidierung sehen, ich sagte ja 8,17 unterhalb von 1,20, 18,50, 1,18,50, 1,17,50 etwa diese Zone. Wenn man jetzt hier nach möglichen Unterstützungen sucht, wenn es denn volatiler seitwärts läuft, das Ganze, dann kann man hier diesen kleinen Konsolidierungsbereich um das Level von 1,16,25 ausloten als mögliche Unterstützungszone. Hier in diesem Bereich, jetzt sind wir wieder da, besitzt das Währungspaar gute Chancen, eine Stabilisierung herbeizuführen, um eben dann hier Schwungkraft für neue Höchststände zu entwickeln. Geht es nachhaltig über 1,20 vor einer möglichen Konsolidierung, ja, dann dürfte die Party direkt weitergehen. Und wenn man da jetzt nochmal ins große Bild schaut, dann wie gesagt, haben wir hier die nächsten Preisziele bei R1 in dieser Stauzone um 1,24, aber vielmehr mittelfristig eben 1,30. Der US-Dollar bleibt gegenüber dem kanadischen Dollar folglich interessant auf der Long-Seite. Behalten Sie das Währungspaar gerade unter Big-Picture-Gesichtspunkten auf der Agenda. Ich sage für diesen Wochenauftakt erstmal danke für Ihre Aufmerksamkeit an dieser Stelle, wünsche Ihnen noch einen erfolgreichen Handelstag und wenn Sie mögen, natürlich bis morgen zur gleichen Zeit. Beste Grüße, Ihr Christian Kämmerer.